dabei seid. Heute seht ihr mich mal woanders, und zwar in unserer Küche, denn ich möchte euch heute zeigen, was ich statt Kaffee trinke. Es ist jetzt nicht so, dass ich Kaffee irgendwie schlimm finde oder schlecht finde oder ungesund finde. Es ist nur so, dass ich Kaffee zum einen nicht mag, also ich mag den Geschmack einfach nicht. Ich finde, es riecht richtig gut, aber wenn ich es dann trinke, ist es wirklich ein bisschen bitter und mir schmeckt es nicht. Ich finde, ich habe danach keinen guten Mundgeruch. Und ich will auch nicht abhängig sein von Kaffee. Also ich will nicht von irgendwas abhängig sein, mit dem ich morgens wach werde oder das ich unbedingt brauche oder nachmittags unbedingt brauche, um so zu überleben. Oder ich will nicht zum Kaffee-Zombie werden, der nur irgendwie durch 5 Kaffeetassen am Tag irgendwie sich normal fühlt. Aber ich glaube schon, dass der größte Grund ist, dass es mir einfach nicht schmeckt. Aber es ist einfach schön, manchmal zwischendurch so eine kleine Zeremonie zu haben, ja, zu entspannen und runterzukommen. Und ja, die möchte ich euch heute zeigen. Mir mal mit Matcha. Ich liebe Matcha so sehr, weil er mir einen sanften Energiekick liefert und im Gegensatz zu Kaffee bei mir für Wachheit und Klarheit sorgt und nicht für Hyperaktivität. Außerdem sind im Matcha die enthaltenen Antioxidantien auch ein toller Bonus für mich. Der Matcha von Attila Hildmann war mein erster Matcha und ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist richtig super bei 15 Euro für die Dose und es hält auch relativ lang. Es ist also eine gute Qualität für Einsteiger, die es mal testen wollen. Zurzeit trinke ich den Premium-Matcha von Aya, der ist ein bisschen teurer, aber die Qualität ist echt so gut, dass man ihn pur genießen kann. Und so hochwertige Matcha-Sorten haben einfach viel weniger Bitterstoffe. Hier sieht man nochmal den visuellen Unterschied zwischen den beiden Matcha-Sorten. Der von Aya ist einfach giftgrüner. Die sind beide wirklich sehr gut. Der von Aya ist einfach ein bisschen teurer und hat eine höhere Qualität. So, jetzt erkläre ich kurz, wie ich meinen Matcha mache. Und zwar gebe ich einen Bambuslöffel Matcha in eine Schale. Dann kommt noch ein bisschen Reissirup hinzu. Das ist eine gute Alternative zu Honig, wenn man Honig nicht benutzen will. Dann kommt auch schon heißes Wasser hinzu, das soll aber nicht kochend heiß sein, sondern nur auf 80 Grad erhitzt, also am besten vorher nochmal kurz abkühlen lassen. Und dann heißt es mit dem Bambuslöffel den Tee schaumig rühren, das klappt am besten mit einer lockeren Hand. Und normalerweise trinkt man Matcha, der eine sehr gute Qualität hat, eher wie Espresso, ich füge aber immer noch ein bisschen mehr Wasser hinzu, so wie am liebsten noch Mandelmilch. So, wem diese ganze Matcha-Prozedur zu kompliziert ist, der kann sich auch so Matcha-Latte to go kaufen, wie hier. Und der wird einfach mit heißer Milch aufgegossen, kurz umgerührt und fertig. Chai-Latte ist sowieso mein Favorit und dann auch mit Matcha zusammen ist die Kombi einfach perfekt. Und zu 2 großen Löffeln Chai von hier David Rio gebe ich heiße pflanzliche Milch dazu. Jetzt kommen wir zu was ganz Besonderem, und zwar zu Red Espresso. Das ist kein Kaffee, sondern Rooibos-Tee und somit von Natur aus koffeinfrei und natürlich süß. Und irgendwie ein cooles Produkt, finde ich. Und ich mache den in so einer French Press. Ich habe eine aus Kupfer, die finde ich richtig süß. Die haben wir immer geschenkt bekommen, deshalb weiß ich nicht, woher ich die habe. Ich gebe einfach 2 Esslöffel pro Tasse in die French Press, gebe heißes Wasser dazu. Und dann lasse ich das ein bisschen einwirken und drücke das dann ganz, ganz langsam runter. Wie immer gebe ich dann ein bisschen Reissirup hinzu, das mag ich einfach sehr gern. Und dann ein bisschen pflanzliche Milch und genieße das dann einfach so. Und jetzt kommen wir zum Klassiker, und zwar zu Tee. Ich finde aber nicht, dass jeder Tee das hält, was er verspricht, also viele riechen gut, schmecken aber nach nichts. Ich finde aber, dass die von Pukka richtig, richtig gut schmecken, also nicht nur gut riechen, und die Dose hier finde ich auch richtig, richtig süß und ja, die gefällt mir einfach sehr. Und Teetalks kennen, glaube ich, mittlerweile viele. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Fan von diesem ganzen Detox-Hype, aber den Harmony Chai für den Magen finde ich echt gut und sehr beruhigend. Ja, und diese Dose hier wollte ich euch einfach nur zeigen. In der verstaue ich nämlich ganz viele Teebeutel, die einfach so lose sind. Und die habe ich im TK Maxx gefunden, diese Dose. Ich finde die richtig süß. Und die Dosen von Cosmi Tea finden, glaube ich, auch alle herzallerliebst. Und diese hier ist auch eine ganz coole Sorte. Aber ein bisschen schwierig zu beschreiben. Doch ich würde sagen, mein Favorit ist und bleibt aber der Pukka-Tee. So, naja, wie man Tee zubereiten muss, muss ich euch ja nicht erklären. Aber ich wollte euch unbedingt dieses Mini-Kännchen zeigen und das hat nämlich Jessie auf Monoki gekauft und hat nicht wirklich gecheckt, wie klein das in echt ist. Und das kam dann an, das ist echt super süß, aber mega unpraktisch. Ich glaube, da passt eine Tasse oder so rein, aber perfekt, um das mal auf YouTube zu zeigen.
So, und dann mache ich mir natürlich auch regelmäßig frische Säfte oder Smoothies. Das ist auch ein guter Kaffeeersatz, aber das mache ich dann in einem anderen Video. Erkläre ich das nochmal genauer. Dann danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt vielleicht auch ein paar so neue Möglichkeiten entdeckt, was man statt Kaffee noch so trinken kann. Ich finde einfach so Abwechslung im Leben, in der Ernährung ist einfach immer cool und deshalb hoffe ich, habe ich euch ein bisschen inspiriert. Nächstes Mal oder übernächstes Mal, ich weiß es noch nicht, will ich übrigens ein FAQ-Video machen. Deshalb, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Themen habt, über die ich sprechen soll, dann sagt mir gerne in den Kommentaren Bescheid. Die beantworte ich dann beim nächsten oder übernächsten Video. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Überraschungen sind ja auch immer gut, oder? Dann, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich immer über einen Daumen hoch, bei neuen Abonnenten, bei neuen Zuschauern immer über neue Abonnenten natürlich. Und dann einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss! Dass ich nicht alles gemacht habe. Ich habe jetzt schon ganz schön viel zu trinken. In Mathe habe ich schon was ausgetrunken. Ich habe jetzt noch 2,5 Tassen Espresso und Tee und.